Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Kurz angespielt von Olase-LinuxGaming.de. Ich bin Melchior und zeige euch heute das vor kurzem als quelloffen, Schrägstrich Open Source freigegebene Star Ruler 2 inklusive des Add-ons Wake of the Heralds, von denen ich bis zu dessen Veröffentlichung im Quelltextformat überhaupt keine Ahnung hatte, dass es existiert. Es ist so eine Art, ja, wie kann man das am ehesten nennen? Es ist so eine Art Master of Orion 2. Aber, ja, es ist nicht rundenbasierend, sprich, es ist ein Echtzeitstrategie-Weltraum Master of Orion 2. So oder so ähnlich kann man das vielleicht nennen. Und mein Vorschlag wäre, wir geben uns jetzt einfach mal das Tutorial. Da gucken wir mal. Und dann schauen wir mal, wie wir da bekommen, ne? Würde ich jetzt sagen. Also spielen wir das Tutorial mal durch. Leider nur auf Deutsch. Ich wüsste nicht, dass man hier irgendwo die Sprache umstellen kann. Hier gibt es zwar Language, aber eben nur Englisch. Falls ihr persönlich einen Weg erkennt, das Ganze auf Deutsch umzustellen, weil an vielen Texten hänge ich auch noch, muss man dabei sagen, ist das Englische nicht ganz so umgänglich wie sonst oder wie manch anderen Ortes. Wenn ihr einen Weg findet, gerne in die Kommentare oder direkt auf Holase in den Artikel einpflegen. Ich sag mal Tutorial. Und da steht Loading und dann geht's auch schon los. Ein glorioses Zeitalter des Empires des vierten Millenniums beginnt. Und ja, ich werde es nicht alles vorlesen, ich werde es nicht alles übersetzen können, sonst sitzen wir morgen noch hier. Wir werden es einfach so ein bisschen durchklicken. Spielerisch werde ich ein bisschen was erklären, aber den Text seid mir nicht böse. So, in truth, the frontier, bla bla bla, of course. Das können wir noch überspringen. Das können wir auch noch überspringen. So, und jetzt geht's nämlich los. Look around, move the cursor to the edge of the screen or use W als D. Also hier diesen machen oder diesen machen. So, scroll with the mouse wheel or hold both mouse buttons and drag. Yeah, ne? Können wir uns mal geben. Mal wieder möglichst nah ran, so wie eben. Rotate view, right mouse button. Genau, controlling the time, upper left corner. Drücken wir erstmal Next. Right click at the enemy fleet and select attack. Also hier könnten wir, wenn wir wollten, auch die Zeit schneller stellen. Jetzt sagen wir erstmal unserem Schiffchen hier, unserem, was ist es? Ein Kampfschiff, ein Battleship, dass es doch bitte mal die gegnerische Flotte angreifen soll. Right click on the enemy fleet and select attack. Right click und attack. So, also das sind quasi wir. Unser Schiffchen ist ein bisschen schwerfällig. Die kleinen Schiffe drumherum auch. Also es ist ein großes Schiff, umrundet von Supportschiffen von kleinen, eine Flotte. Und wir haben denen jetzt quasi gesagt, Freunde der Sonne, es wird mal Zeit, dass wir hier aufräumen. Der Müll muss rausgebracht werden. Und deswegen geht mal bitte nach da hinten und sorgt dafür ein bisschen Rambazamba. Und ich merke gerade, dass ich noch in meinem Ohr keinen Ton habe, aber dass die Aufnahme ein Desktop-Audio verzeichnet. Von daher hoffe ich mal, dass es nachher in der Aufnahme alles ein bisschen Sinn macht. Ansonsten muss ich halt von vorne anfangen. Rums. Es wird immer noch geschossen, aber das Hauptangriffsziel ist schon zerstört. Sehr. Das ist eigentlich grafische Darstellung nicht wirklich zu überladen, aber es ist doch ganz nett für den Zeitpunkt Kampf. Wenn ich mich das zurück erinnere an die grafische Darstellung des rundenbasierenden Weltraumkampfes eigentlich Master of Orion 2, ist das natürlich hier um Längen oder Welten besser, was auch kein Unterschied ist, denn Master of Orion 2 ist 18 Jahre her. Oder sogar, nee, 21 Jahre sogar, glaube ich. Ja. War's das? Alle put, alle tot? Returning to base. The colony we are protecting is situated in the neighboring system. Lifts. Lis, the Lis System. So. Haben wir erstmal ein paar. Die positionieren sich neu. Wir drücken hier auf Next. Und jetzt sollen wir quasi, haben wir den FTL bekommen, den Faster Than Light Drive. Und mittels des FTLs, wenn meine Flotte selektiert ist, kann ich mit F sagen, spring mal bitte irgendwo hin. So. FTL, da kommt irgendwas angeschissen. Weiß nicht, was das ist, aber wahrscheinlich ist es nicht böse. Und wir sollen wohin springen? Wohin springen? Hyperdrift-Button und Button left auf die L-Jump. Ja, aber wo sollen wir hin? Oder Kack? Oder Kack? Oder Kack? Nach Lilfs oder Lifs. Genau, da sollen wir hin. Spring mal bitte direkt in die Sonne. Ich habe gehört, das ist gesund für so ein Raumschiff. Mach das einfach mal. Das soll schon schief gehen. Also hier, das lädt jetzt auf.
Sieht schon beachtlich aus. Also, schaut schon. Ganz nette. Damentung. Safety or Jumping. Rums. Da, FTL da vor sich hin. Gar nicht mal so langsam. Und wir zoomen mal in die Sonne ran, in der natürlich das Schiff kurzzeitig sich materialisieren wird, um dann in die Sonne einzuschmelzen und zu sterben, wie es scheint. Nein. Das dauert jetzt einen kurzen Moment, bis das Spiel quasi rafft, dass das so nicht geht, was wir da möchten. Und dann wird es von der Sonne quasi weggeschoben. Und also es möchte dahin, aber die Sonne sagt nein. Und ich würde sagen, damit das jetzt hier nicht... Schicken wir mal zur Seite. So. Arriving at the colony. Had a brief funeral ceremony for my Commodore. Irgendjemand ist gestorben. Genau, deswegen sind wir überhaupt hier, weil der gestorben ist. Und wir nehmen den Platz ein. Next. Resources. Die meisten Planeten... bieten eine Ressource an, wenn man sie quasi besitzt. Und das Ganze geht von Essen, Wasser und hin über Supercarbone und Uranium, FTL-Kristalle, je nachdem, was für ein Level der PC, Planet ist. So, und je nachdem, was sie produzieren sollen, brauchen sie auch einen gewissen Level, der erstmal erreicht werden muss an Industrialisierung und Kolonisation. Next, expanding and developing. Wir wollen uns quasi vergrößern. Ich meine, das ist jetzt das, was uns gehört quasi. Und das müssen wir ein bisschen, wollen wir natürlich auch größer haben. Wir wollen uns ja nicht nur darauf beschränken, denn wir wollen ja das Universum, das jetzt hier relativ klein ist, irgendwann komplett Ghetto unterjochen. In order to level up a planet, it requires access to more and more resources. So. Er sagt gerade, ein Level 1 Planet braucht, um überhaupt Level 1 erreichen zu können, Futter, dieses und Wasser. So, wenn man eine Ressource exportiert, hat der Originalplanet keinen Zugriff mehr auf die Ressource. Ist ein bisschen merkwürdig, weil heute würde man sagen, hey, lass den doch so viel übrig, wie er selbst braucht, und den Rest bringst du weg. Aber nein, hier in dem Spiel ist das anders. Also wenn ich jetzt dem Planeten sage, exportiere nach dort, dann ist dieses Native Gold, was er herstellt, nicht mehr, wird dort nicht mehr zur Verfügung stehen. So, in our case, we want level... up Spacewood to Level 2 to gain extra income and population. Spacewood ist dieser Planet. Da wohnen im Moment 3 Millionen Leute drauf. Das kann man mit Level 2, glaube ich, erhöhen auf 8 Millionen. So, um Level 2 zu erreichen, braucht er eine Tier 1 Ressource, so wie das Native Gold hier oben. Das ist, sieht man da an dieser kleinen 1. Ich zeige das mal. Ich mache hier mal auf. Da, required for Level 2, nochmal Food und eine Level 1 Ressource. Escape. Gut. Kolonisiere einen Food-Ressourcen-Planeten. So, da haben wir Lilith 3. Da könnte man Food bekommen. Ich würde sagen, oder hier Lilith I und V ist 4. Ich glaube 4. Mit zwei Monden. Wir nehmen einfach den hier oben und sagen Colonize This. Das dauert einen kleinen Moment. Und dann starten hier lustige kleine Kolonieschiffe. Die braucht man also nicht selber bauen, sondern die werden quasi in der Kolonie selbst automatisiert hergestellt. In dem Moment, wenn man sagt, bitte kolonisieren. Und dann juppeln die hier rüber. Ich glaube, jedes kann 0, kann ich die nicht anklicken? 0,1 Millionen Kolonisten transportieren. Das heißt, wenn mich meine mathematischen Kenntnisse nicht völlig verlassen, dann fliegen jetzt hier gleich 10 kleine Schiffe bis hier rüber. Zu diesem Planeten, der von zwei Monden umkreist wird. Und landen dort. Ah, 0,1. 0, na. Immer noch 0,1. Ja, jetzt sind es 0,2. Dann sind es wahrscheinlich immer 50.000, die in so einem Schiff sind. Dann sind es 20 Schiffe, die da jetzt gerade durch die Gegend cruisen. Hier sieht man, wie weit es ist. Da warten wir kurz. Beziehungsweise wir müssen ja gar nicht warten. Wir haben hier oben den GameSpeed-Button. Volle Kanne. Fertig. So. Nee, ist okay. Wieder Normalgeschwindigkeit. So. Exportiere das Futter, das Essen, nach Spacewood. Und das geht ganz, ganz einfach, indem man hier draufklickt und eine Linie zieht nach... Bist du Spacewood? Nein. Bist du Spacewood? Ja. So. Und jetzt soll ich den Tier 1 Resource Planet, der mit dem Gold, den soll ich auch noch kolonisieren. Bitteschön.
Ich hätte jetzt auch nehmen können, sage ich jetzt mal, abseits des Tutorials, oder steht es doch? Nee, steht es nicht. Auto-Import to Level 1. Das hieße, dieser Planet, nachdem er kolonisiert wurde, wandert auf eine Auto-Import-Liste. Und wenn wir jetzt irgendwo anders einen, hier ist zum Beispiel einen Wasserplaneten und einen Futterplaneten kolonisieren, dann wird deren Ware automatisch dahin importiert, sodass dieser Planet automatisch auf Level 1, also von Level 0 auf Level 1 aufsteigen kann. Das machen wir in den Tutorial, machen wir das noch manuell, aber im späteren Spiel ist das natürlich die etwas einfachere Möglichkeit oder nettere Möglichkeit, die Dinge vonstatten gehen zu lassen. Dieser kleine Vollautomatismus. So, Rumpelpumpel, fertig das. QQQ, the export of Tier 1 Ressource to Space Hood by left clicking and dragging from this resource. Also, da sollen wir erstmal sagen, das Native Gold soll bitte darüber. Jetzt würde mir sagen, dass auch dort Wasser und Food gebraucht wird. Vielleicht kommt jetzt das mit dem automatisch sogar. So, kolonisiere eine Quelle von Nahrungsmitteln und Wasser und exportiere diese nach dem Planet. Ich mache das jetzt einfach mal so, wie ich eben gesagt habe. Also Auto Import to Level 1. Haben wir jetzt quasi beauftragt. Und jetzt kolonisieren wir einmal diesen Planeten und einmal diesen Planeten. Spulen ein bisschen vor. Wir haben doch keine Zeit. So viel zum Thema kurz angespielt, wie immer. So, erster Planet ist kolonisiert und man sieht, er exportiert schon. Also die Linie hat sich automatisch gezogen. Der ist auch gleich und Bums, zweiter Planet auch automatisch. Ne? Also das wirklich ganz praktisch, diese automatische Geschichte. So, finish leveling up Spacewood to Level 2 by waiting for the population on your Tier 1 Resource Planet to grow. Also hier müssen wir jetzt noch darauf warten, dass Lils 2 3 Millionen oder 2 Millionen Bewohner hat. Das ist übrigens die Planetenoberfläche, da kann man Gebäude bauen. Da kommen wir gleich auch noch zu, meine ich. Escape. Da blinkt es hoffentlich gleich. Oh. Zack. Next. Also da unten sind noch sehr viel mehr Infos für den Spielverlauf drin. Ich gehe jetzt nur das, was man fürs Tutorial machen soll, durch. Aber da sind natürlich noch sehr viel mehr Infos von wegen achte auf Ressourcen, guck, dass auch diese Planeten Special Abilities haben teilweise. Wie zum Beispiel Ihmchen hier oben, der hat, wie eben erwähnt, zwei Monde. Da kann man Mondbasen bauen, das ist ganz nett. Und damit noch die Fähigkeiten verbessern und so weiter und so fort. Also da geht es mannigfaltig zu. Building, Purchasing and Maintaining Things kostet Geld. Ach, wirklich. So, next. Your Income Budget ist hier oben und alle 3 Minuten bekommt man quasi das. Und alles, was noch übrig ist, wird in das hier gesteckt. Wo man eben, das kann man auswählen, entweder in Wohlfahrt, in Energie, in mehr Forschungspunkte, Arbeitskraft oder Readiness. Ja, aber irgendwas wegen Kampf. So. Würde auch gleich drauf eingehen. Manage the Planet. Open the Planet Management Screen on Spacewood. Doppelklick. Click the Scout. Der ist hier drüben. Da unten, klicken wir drauf, wird sofort gebaut. Also in dem Moment, wenn man klickt, ist kein Info-Button oder so. Nein, das wird sofort in die Queue, in die Kö, irgendwie was auch immer das heißt. Mir fällt das Name gerade nicht ein. Aufgenommen. Ich bleib bei Queue. So, close the Planet Management Screen by right-clicking. Ja, hätte ich vielleicht tun sollen. So, manage your Battleship Fleet. Open the Fleet Management Panel on your Battleship by double-clicking it. Guten Tag. Double-clicking. Klickt die Add Support Group, also das ist das, was im Moment um dieses Schiff herumschwirrt, diese ganz vielen kleinen. 25 davon, 25 davon, 20 davon. Add Support Group. And order 10 additional Beamships. Beamship 10 Build. Plus 10. Send your newly constructed Scout to the Xest System. Use its Hyperdrive if you want to. Yes, we want to. The newly constructed Scout, der ist, da ist er doch. Wir sollen ihn nach Xast schicken. Xast ist hier oben der. Dann gibt es noch da Rolko und Yingmor oder so ähnlich. Bitte. Ich habe ihm gesagt, er soll den FTL benutzen. Hier oben, da wurde auch schon abgezogen, was er braucht.
Und hier einfach, weil es so schön ist, nochmal in die richtige Richtung positionieren und das Ganze auch so umzulenken. Einmal hell. Und da komme ich gar nicht mehr hinterher gescrollt, weil sonst kauft es halt ein bisschen schneller. So. Er kommt an. Wir sehen alles. Sie, Dings gerade verbrannt? Nein, natürlich nicht. Also, dass, ja, die eigenen Schiffe in die Sonne schieben und sie da verbrennen lassen, geht nicht. Ich soll mein Schlachtschiff auch nach Xast holen. Das mache ich doch sehr gerne. Ups. Auch, weiß ich nicht, hier. In the middle of everywhere. Sehr schön. Das geht ein bisschen, kann das nicht mal. Das ist halt immer so, das ist halt dafür da, damit, wenn man mitten im Kampf ist, man quasi die eigenen Einheiten nicht einfach mal so wuppdiwupp aus dem Kampfgeschehen rausziehen kann. Dieses Aufladen dauert immer einen Moment. Und wenn man gerade dabei ist, einen Kampf zu verlieren, kann es halt auch mal sein, dass einem einfach, ja, die eigene Einheit dann doch noch vor dem FTL-Jump wegstirbt. So. Eliminate the defenses. Also, sind wir schon in Schussreichweite? Natürlich sind wir das. Dieser Planet hat Verteidigungskräfte in Form von kleinen Kriegsschiffen. Ich gehe gerade richtig auf den Sack von meiner Flotte. Vielleicht hektisch anfängt zu manövrieren. Das sollte nicht allzu lange dauern. Hier sind nicht so viele. Exportparasit, natürlich. Der Planet nimmt auch ein bisschen was ab. Ich habe es gehört. Die ersten Trümmerteile. Wracks. Sollte nicht mehr allzu lange dauern. Da hat er schon gesagt, das war's jetzt. So, wir fliegen nochmal ein Stückchen näher. Und er sagt, capture the planet, select your fleet, then right-click on Xast and select the capture option. Also, selektiert ist es schon. Rechtsklick. Capture planet kostet 4k an Supplies. Hier oben. Und dauert 1,5 Minuten. Also, wir bewegen uns jetzt einfach in den Orbit, belagern den. Hier geht es in Fortschrittanzeige. Und tun quasi so, als wäre das alles uns. Da wir zeitlich keine Zeit haben, wird das ein bisschen beschleunigt. Wupp. Sehr schön. Langsam. Export Xastes Facit nach Spacewood. Können wir machen. Können wir machen. Können wir machen. Können wir machen. Spacewood ist der da. Also man kann auch in dieser rausgezoomten Übersicht immer noch wunderbar da was ziehen. So, zusätzlich, was die Planeten brauchen. Pressure. Haben die eine gewisse Kapazität, würde ich jetzt übersetzen. Bin mir aber nicht sicher. Die Zivilisten auf dem Planeten werden automatisch Civilian Buildings kreieren auf der Planetenoberfläche. Das hatte ich eben schon mal gezeigt. Also hier in diesem Raster sind jetzt plötzlich Städte und Markets und Universitäten, die alle gewisse Funktionen haben. Und ja, Planeten können nur eine gewisse Anzahl an Druck, an Pressure, an Kapazitäten bereitstellen. Das kommt darauf an, wie viele Leute da letztendlich wohnen. Wenn man mehr importiert, als die Kapazitäten des Planeten das zulassen, dann geht die Produktionskapazität auf dem Planeten verloren. So oder so ähnlich, wenn ihr das besser erklären könnt. Immer her damit, denn mir fällt es gerade etwas schwieriger. Oder etwas schwerer. So. Double-Click. Double-Click Spacewood in order to open its Planet Management Screen. Das haben wir eben gemacht. Das mache ich gerade nochmal, weil ich nicht wusste, dass das Tutorial dahin steuert. Open the Imperial Buildings List. Also man kann da, wie gesagt, Gebäude bauen und beschleunige deine Forschung, indem du einen Forschungskomplex baust. Research Complex. So, den bauen wir hier irgendwo hin. Man kann ihn irgendwo hinbasteln, aber wenn man in diese bereits entwickelten Baugebiete hindonnert, kostet das weniger. Also jetzt sind es 300.000. Wenn ich es hier irgendwo hinstelle, geht es runter bis auf 200.000. Später hat man nicht ganz so viel Geld, dann macht es, schon Sinn, darauf zu achten, aber jetzt im Moment würde ich sagen, hier in the middle of the ice, im Eckchen, da tut es nicht weh. Wechsle zum Forschungstab. In Tab, hier oben ist jetzt was Neues, da sieht man die Forschungsenergie, die wir haben, und hier oben ist jetzt auch ein Research-Tab. Klicken wir mal drauf. Und ich soll Armoring
erforschen. 500 Forschungspunkte kostet das. Drücken wir drauf. Dauert eine Minute. Können wir auch wieder bop, 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 bop. Bisschen beschleunigen. Würde man jetzt natürlich im normalen Spiel nicht machen, weil in dem Moment, wenn man die Geschwindigkeit auf mal 10 drückt, tut dann die KI halt übervorteilen ohne Ende, weil die natürlich in den 10 Minuten, in den gesprungenen mal 10 Zeitfenster viel mehr machen kann als man selbst. So, ich soll noch Bulkhead erforschen. Bulkhead, na, 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 da ist es. So. Research Bulkhead. Bulkhead. So, erneut. Hier kann man leider die Zeit nicht weiterstellen. Ich muss dann immer zurück. Wahrscheinlich gibt es da einen Shortcut für, den ich jetzt so nicht kenne. So. Flonk. Noch irgendwas? Vom Design Tab, click on the Heavy Carrier Design in order to edit it. So, Designs. Da ist es. Hier oben ist auch neu. Heavy Carrier. Heavy Carrier. Rechtsklick. Ah, ne. Klicken. Genau, einfach nur draufklicken mit links, dann passt das schon. So, jedes Chip-Design besteht aus Subsystemen. Kann man irgendwie mit Texten quasi hier ergänzen. So, kann man auch wieder mit Rechtsklick entfernen. If ein Core-Hex ist destroyed im Kampf, das ganze Subsystem fällt aus, bis es repariert wurde. Das heißt, ne, wenn dieses ganze Ding hier weggefeuert ist, dann ist die Beschleunigung weg in dem Falle. Oder hier vorne wären es die Waffensysteme bei den dreien. Oder. So versteht es zumindest. So. Drei zusätzliche Plate Armor Hexes. Plate Armor ist unter Defense. Plate Armor. Davon soll ich drei Stück irgendwo hinzufügen. Wo säen die denn am besten aus? Nicht, dass das wichtig wäre, aber machen wir es halt mal dahin. Ich soll ein Bulkhead hinzupacken. Wo der ist, weiß ich gar nicht. Unter Equipment. Nein, unter Modifiers. Ja. Der kommt. Wo kommt der hin? Der kommt dahin. Und jetzt klicke ich auf Save. Ich will nicht mehr bauen, geh weg. Auf Save. Da oben. Und dann ist das gut. So, und jetzt soll ich zurückgehen zu Spacewood. Und soll da rummanagen. Und jetzt soll ich auf den Heavy Carrier bauen, klicken, um einen weiteren zu bauen. Also Ships, Heavy Carrier. Und dann geht das auch direkt los. 2 Minuten dauert das. Klicke auf den Heavy Carrier in deiner Construction Queue, um ihn um ihn zu highlighten. Und dann packt er nochmal ein paar Beamships drauf. Beamship, die da mal 10. Noch ein paar andere Support-Schiffe soll man dabei packen. Aber sicher mache ich das. Missile Boat, Heavy Gunship und Gunship. Und ich soll darauf achten, dass die Supportschiffe parallel zu meinem Hauptschiff schon bereits konstruiert werden. Und die fliegen dann quasi, sollten, wenn ich das richtig mitbekommen habe, sollten die eigentlich jetzt um den Planeten fliegen, bis mein Schiff fertig ist und dann sich dem Schiff anschließen. Aber scheinbar bin ich da nicht ganz im Bilde. Habe ich mich geirrt. Und rums. Da kommen sie alle rausgeschossen aus dem Planeten. Eben noch nicht da, plötzlich überall. So, ich soll die Powerzelle selektieren und sie meinem Schiff ausstatten, die Powerzelle. Hier liegt irgendwo ein Artefakt rum im Weltall. Da ist ein Asteroid, suchen wir gerade. Das ist ein Planet. Die Powerzelle. Da ist sie. Powerzelle. Hier oben ist meine Energie. 500. Um sie zu aktivieren, brauche ich 500. Mache ich. Und jetzt weise ich sie der neu konstruierten Flotte zu. Und dafür gebe ich 500 aus. Also so rums. Jetzt diese Flotte quasi ein bisschen, ja, bam, ein bisschen schlagkräftiger, als das sie eigentlich ist. Der Diplomatie-Tab ist dazu gekommen. Man spielt diese Spiele nicht alleine, sondern man spielt ja gegen verschiedene oder mit verschiedenen Rassen, je nachdem, wie diplomatisch man ist. So, und auf dem Diplomatie-Tab klicke ich jetzt mal, soll ich die Xui, 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 so, soll ich ausspionieren?
Und zu diesem Zwecke klicke ich auf From the Diplomacy Tab, click the Spy Xu Zhiyu Action in the Influence Stack. Then click Purchase. Das ist der hier. Purchase. Das wird dann hier unten hinzugefügt, meinen diplomatischen Aktionen. So, und jetzt klicke ich da drauf, weil er das gerne haben möchte. Und klicke auf Aktivieren. So, läuft jetzt noch 11 Minuten lang. So, solange das läuft, wird mein Eindruck, nee, Influence, Einflussmeter herabgesetzt. Und ich soll das System finden, das durch die Spionage auf der Übersichtskarte revealed wurde, veröffentlicht wurde. Da ist es. Gucken wir uns mal genauer an. Was haben wir denn hier? Ja, diverse Planeten. Drei Stück, vier sogar. Der ist aber nicht kolonisiert. Asteroiden. Jo. Jetzt sollen wir einen davon annektieren. Da gehen wir wieder in die Diplomatie. Wählen hier Annex. Wir erinnern uns, die Annexion der Krim. Das ist genau das gleiche, nur in Englisch. Activate. Und dann steht dabei welchen. Activate the Annex System Card you have. Then select the Yingmong System by clicking its star. Rums. So, jetzt geht das ab. Er findet das natürlich doof, dass ich das annektieren will. Und sollte sich in Kürze dagegen aussprechen. Im Moment ist es mein Willen, das zu annektieren. Das unterstütze ich mit einer Stimme. Das heißt, in 3 Minuten geht das quasi vor dem intergalaktischen Rat sozusagen vor einer Abstimmung. Und wenn das in 3 Minuten immer noch so weitergeht, dann gewinne ich das. Dann gehört er quasi mir. So, hier steht, das kann ich auch noch verstärken. Angenommen, er würde sich jetzt dagegen wehren, was ja durchaus sein könnte. Dann kann ich ja, dagegen vorgehen. Man kann das hier mit diesen Negotiation Cards, kann ich meinen Einfluss quasi verstärken, um seinen Gegenspruch zu entkräften, sage ich jetzt mal. Also next, rejected. So. So, er hat jetzt gesagt, nee, finde ich kacke. Jetzt steht es gleich. Und weil es ihn ja betrifft, wahrscheinlich 1 zu 1, geht es jetzt wieder zurück. Bis zur Ablehnung. So, und jetzt soll ich Negotiate nutzen, um hier den Doppelten, da klicke ich jetzt drauf, da sage ich Play in Support, rums von einer Stimme auf plus 5 Stimmen. Jetzt geht der Timer wieder in Richtung meine Richtung, also in Richtung der Annexion. Und ja, ich soll jetzt diese Abstimmung gewinnen. Ist das nächste Ziel. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich hier wieder rausgehe, ob ich das, ja, sehe ich. Hier unten rechts ist dieser Prozedere. Wenn da sich da was ändern würde, im Moment steht plus 4 für das, was ich will. Wenn sich das ändern würde, würde ich das unten sehen. Deswegen tue ich jetzt mal guten Gewissens die Zeit wieder massiv schneller stellen. Plus 2, also er versucht sich zu wehren. Das sollte uns aber nicht weiter kümmern. Nee. 3, 2, 1, meins. So, und wie ihr gesehen habt, jetzt ist hier alles blau auch. Also das gehört jetzt auch zu meinem System. Ich habe dieses Sonnensystem annektiert, ohne jeden Kampf, einfach weil ich diese intergalaktische Abstimmung irgendwie gewonnen habe. Das ist natürlich interessanter, je mehr Mitspieler man hat oder je mehr Gegner man hat, weil jetzt zu zweit, naja, er war betroffen, er war dagegen, ich war dafür, ich bin stärker, fertig. Aber wenn man jetzt irgendwie mit 6 Leuten spielt und will einem von denen einen Computer, einen Planeten abluchsen, dann ist es natürlich interessant, wie sich die anderen 4 vor dem intergalaktischen Rat oder wie auch immer das Ding heißt, dafür entscheiden, weil die können das auch mit beeinflussen. Die können beeinflussen, ob eine Annexion rechtens ist oder nicht. So, und wenn ich mit denen gute diplomatische Verhältnisse habe, kann ich halt denen sagen, ey, komm, macht mal mit. Und zu guter Letzt kann ich hier immer noch sagen, ey, ich gebe dir das und das, damit du dem zustimmst. Also ich kann die quasi bestechen. Proposition was accepted. So, und jetzt finden die das natürlich doof und versuchen militärisch gegen die Annexion vorzugehen. So, ich soll meinen Spacewood managen. Da klicken wir mal drauf. Spacewood. Die Orbitalliste. Und jetzt soll ich eine Defense-Plattform konstruieren. Mache ich. Place the orbital by clicking on a location in the Yingmong System. So, also das packe ich irgendwie dahin, wo ich meine, dass der Gegner kommt. Dahin. Dauert einen Moment. Build Defense for Yingmong. Right-click on the Yingmong Star, then select start using defenses for Yingmong.
Start using defense for Immo. Solange wir warten, soll ich meine Heavy Carrier Fleet nach Immo exkutieren? Das ist Imchen hier. FTL, boom. Dauert einen kleinen Moment. Kann ich da nicht auch Plus drücken und so für die Zeit? Nee, wahrscheinlich habe ich mir das falsch gemerkt. Nein. Also bald. Ui, der fliegt da. Da, da ist er. Da, guck mal, ich komme gerade so hinterher. So schnell ist der. So schnell. Oh, sehr schnell. Okay, genug der Füllefanzerei. Na komm, nu. Defense can be used to produce free support ships over time, all around your empire. Vielleicht auch keine unrelevante Information. So, okay, du bist da. While wait for our defense. Was passiert hier gerade? Orbital ships to finish move your heavy carrier fleet to you. Habe ich gemacht. So, du bist noch nicht fertig. Gehen wir mal ein bisschen Gas. So, hold the line. When you're ready to defend against invading Xuzius savages, press the fight button. Fight! So, the enemy fleets are invading. Sollte nicht so sehr das Problem sein. Oh, diesmal kommen sie sogar. Das letzte Mal, als ich es gespielt habe, kamen sie gar nicht. Da musste ich mich zu den Flotten hinbewegen. Diesmal kommen sie angetanzt. Hier die Verteidigungslinien. Die Defense-Plattform schießt schon. Aus aller Ferne. Und mein Heavy Carrier mit seinen ganzen Support-Schiffen kommt auch. Und die Verteidigungslinien von dem Planeten schießen auch. Und überhaupt und sowieso hat er keine Chance. Ich gehe jetzt einfach von aus. Ja, das war's schon. Wo willst denn du hin? Zieht sich so leicht zurück. So, der nächste kriegt auch noch auf den Sack. Defeat all invading fleets. Du darfst dich bewegen. Ah, machst du schon? Das dauert einen Moment. Also bis die sich irgendwann mal Fahrt aufnehmen, dauert es immer relativ lange. Also die bewegen sich nicht sofort. Nicht davon verunsichern lassen. So, schöne Sicht. Kampf mal beobachten. Auf den Sack. So, ist kaputt. Explodiert. Das zu dem Thema. Und der letzte vom Schützenfetzte. Fliegen wir auch noch hin. Das kriegen wir auch noch kaputt. Was ist das denn? Civilian Caravan. Ist eigentlich auch ein ganz süßes Gimmick in dem Spiel eigentlich, dass in dem Moment, wenn man Handelsrouten und alles Mögliche hat, dann plötzlich zivile Handelsstationen irgendwo auftauchen und zivile Karawanen durchs All fliegen und das ist schon echt nett, das ist ein nettes Gimmick. Dann ist der Raum nicht so tot, bis auf ein paar Kriegsschiffe und Planeten. Schon ganz hübsch. Ich glaube, es hat spielerisch nicht viel Inhalt, nicht viel Vorteil, aber... Ich weiß, das letzte Mal habe ich mein Gigantschiff verloren. Aus irgendwelchen Gründen habe ich es geschafft, das im Tutorial kaputt zu kriegen. Congratulations! You have managed to drive the enemy out of the sector of space. So. Und ich glaube, das war's. This is the end of the tutorial. Feel free to continue experimenting with your empire before starting a real game. Against künstliche... hier kommen die neuen Schiffe, die zerstört wurden. Werden direkt von dem Planeten nachproduziert und schließen sich der Flotte wieder an. Sehr, sehr geil. Gegen eine künstliche Intelligenz oder gegen menschliche Mitspieler zu spielen. So, close, das war das Tutorial. Und wenn ich auf die Uhr gucke, das soll es auch von mir gewesen sein. Wahrscheinlich ist das Video 1 Million Minuten zu lang für jeden, der bei der Hitze zu Hause ist. Aber ich wollte es unbedingt mal gemacht haben. Das Spielchen seit dem 30.07. diesen Jahres 2018 unter Open Source Lizenz freigegeben. Kann runtergeladen werden und kann selbst kompiliert werden. Kostet nada, man braucht keine Spieldateien, denn auch die sind dabei. Wenn auch unter anderer Lizenz. Auf das Einzige, worauf ihr verzichten müsst, ist die Ingame-Musik. Aber das ist ja kein Problem. Da legt ihr euch irgendwie, macht euch irgendwie selbst eine Playlist an und hört eure Lieblingsmusik, statt die Ingame-Musik, die mit Sicherheit nicht schlecht ist, aber naja, sind wir ehrlich, man kann darauf verzichten, wenn das Gameplay passt. Ob euch das Spiel gefällt, konnte ich euch hoffentlich einen ersten Eindruck verschaffen. Oder auch nicht.
Und ja, wenn ihr mir was sagen möchtet, sagt mir das am besten hier unter diesem Video oder aber auf Holase, was war denn das? -linuxgaming.de im dortigen Kommentarbereich oder in unserem IRC oder mir direkt irgendwie per Java schreiben oder per Mail oder ihr schickt Rauchwolken und Signalfackeln und irgendwie könnt mit Fahnen ein bisschen wedeln. Irgendwie kommt eure Nachricht bestimmt bei mir an, wenn ihr mir denn eine zukommen lassen wollt. Das war's soweit. Also, viel Spaß damit. Kostet nichts, kann man ruhig mal gucken. Wenn ihr aber weiterhin dafür Geld ausgeben wollt oder wenn ihr unbedingt die Musik haben wollt oder so, gibt es das Spiel natürlich auch immer noch auf Steam zu kaufen. Also, ihr müsst nicht die freie Variante spielen, ihr könnt auch Geld dafür ausgeben. Das ist dann, ne, in eurem Entscheidungsradius quasi. Also, dann Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Man sieht, schreibt, spricht und spielt sich. Macht das gut, haut rein. Und tschüss. Hier nochmal so ein schöner Zoom auf die Flotte, auf die siegreiche Flotte. Ja, kann man schon machen. Ne?